Hallo zusammen, gerne zeige ich euch bei meinem VW Caddy, was ich nachträglich eingebaut habe, ist eine Rückfahrkamera hier. Diese Kamera ist angeschlossen, das Kabel geht hier rein, wurde mit 12 Volt abgenommen und die kann ich hier öffnen, um das Display hinaufzuziehen. Und das habe ich alles relativ schnell installiert, das geht sehr gut. Das ist eine Funkverbindung nach hinten. Und jetzt schalte ich mal das Ganze mal ein. Schlüssel drehen. Und dann den Retourgang. Und schon ist es hier ersichtlich. Die Kamera ist wirklich sehr, sehr gut. Hier beim roten Balken zeigt es, sind es etwa 30 cm, dann fängt der gelbe Balken an. Ist sehr genau. Und hinten habe ich es auch angeschlossen an den Rückfahrlichter, das Signal. Und das wird gesendet auf dieses Gerät. Der Empfänger befindet sich im Innenteil. Habe ich hier hinuntergezogen in die Abdeckung. Okay, schauen wir mal hinten, wie das Ganze zusammengesetzt ist. Oh, das Ganze ist hier befestigt an dieser Schraube und das Kabel ist hinter durchgezogen, hinter der Nummer. So, hier durch. Hier hinein und auf das Rücklicht. Auf dieser Webseite bei AliExpress habe ich das Set erworben. Das Kameraset besteht aus zwei Empfänger und Sender. Der Monitor ist zuklappbar und es ist wirklich sehr einfach, das Ganze zu installieren. Ihr seht hier die Zusammenstellung mit Cinch-Stecker und es braucht an der Hecktüre 12 Volt Masse und das Signal vom Rückfahrlicht. Ihr könnt das wirklich überall befestigen am Cockpit und zusammenklappen und das ist wirklich eine super Sache. Hier habt ihr noch das ganze Set, wirklich für $59 mit Versand wird es zugesendet von AliExpress. Ich empfehle es euch und passt dann zu jedem VW. Danke und bis bald. Tschüss.